Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und wir befinden uns jetzt in Arthur Schers Arabien. Der Palmenhain aus Tessiner Palmen, hoch über dem Luganersee. Der Blick auf andere Häuser des Parco Schers und hier die Palmenoase, die wie andere Teile des Parco Schers auch Teile der ganzen Welt eigentlich fokussiert zusammenfassen will. Symbolisiert die Oase durch den blauen Wasserlauf, der da durchführt. Und im Hintergrund das musulmanische, osmanische, arabische Haus mit Kuppel, das mit dem Schlüsselloch darauf wartet, entdeckt zu werden. Die Tür ist mir gerade jetzt aufgefallen, das Fenster in Schlüssellochform. Wir sind also jetzt in diesem Garten nach Asien, nach verschiedenen Zeiten der Renaissance, der Römer, in Arabien gelandet. Werfen wir einen Blick ins Interieur des arabischen Hauses. Ich meine zunächst noch Trachycarpus fortunae, die eigentliche Tessiner Palme, die hier wunderschön wächst. Wir sind halt im Tessin, die aber auch in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer mehr Verbreitung findet. Hier dann der Blick ins Innere des Arabienhauses mit diesen arabischen Ornamenten, mit dem Divan, der einladend und wunderschön beleuchtend da ist. Und dann gleich die Schwenkel mit der Kamera, die das Innen nach außen bringen und das Außen nach innen, wo man dann sowohl den Außen- als auch in den Innenraum Arabien sieht. Und hier wieder der Blick in die Oase. In die Oase in der Wüste. Hier nicht in der Wüste, aber mindestens neben einem Bambuswald. Die Tessiner Palme zum Abschluss.